Ja, wir haben angekündigt von unserer wahrscheinlich neuen Auftraggeberin, die möchte irgendwelche Personen aus der Vergangenheit wiederfinden. Ich habe so ein bisschen, das Gefühl, geht so ein bisschen um eine alte Liebe. Und deswegen habe ich auch meinen Pam hier mitgebracht, weil Frauen und Liebe, da habe ich da lieber Verstärkung. Ja, ihr Frauen und Liebe. Wir Frauen lieben die Liebe. Wie wirst du denn sein? Ja, Familie Brock. Was ist das für eine Klingel? Oh, du hast auch Klingelton. Das ist immer mal schön, dass du so lange Name. Wir haben ja hier gerade Ihren Klingelton bewundert. Warum sind die denn hier? Ja, das ist von meinem Mann. Alles klar. So, gehen Sie bitte ganz weit aus und dann rechts ins Wohnzimmer. Wie können wir Ihnen helfen? Sie haben angerufen, wir sind hier. Ja, super. Also es geht einfach darum, in der Ehe zwischen mir und meinem Mann, da kriselt es ein bisschen und mir sind wieder alte Erinnerungsstücke in die Hände gefallen von einer Jugendliebe, die ich da im Sommer verbracht habe und ich hätte den Mann, den Pierre, eigentlich ganz gerne mal wiedergesehen. Und ich habe hier auch ein paar Erinnerungsstücke, die kann ich Ihnen auch gerne zeigen. Das sind die Erinnerungsstücke jetzt von dem Pierre? Von genau. Ihrer Jugendliebe? Ja, von meiner Jugendliebe. Wie lange ist das jetzt her? 22 Jahre. Wow, okay, das ist schon eine Weile her. Ja, also das sind ein paar Briefe und also Kleinigkeiten, die man da eben sagt. Ich muss diese Frage jetzt stellen, weil für mich ist das ganz wichtig auch. Sie sind jetzt von Ihrem Mann getrennt mittlerweile, oder? Wir leben zusammen, noch ganz Sie normal. Sie leben ganz normal zusammen. Mir geht es einfach darum, weil ich möchte eigentlich Menschen helfen und Familien bestenfalls zusammenführen. Ich möchte nicht der Grund sein, warum Familien sich trennen oder später irgendwie merken, ich werde dafür benutzt sogar, dabei geholfen zu haben. Es geht mir einfach nur darum, das ist einfach mal meine Ehre, die dabei auch... Ganz klar, das kann ich auch verstehen. Und es ist einfach nur noch mal ein bisschen die Zeit aufleben lassen und die Pläne noch mal sehen. Okay, der Mann findet auch, hat er keine Probleme mit jetzt auch? Doch, mein Mann hat da schon ein paar Probleme mit. Aber ich möchte Pierre einfach noch mal sehen. Okay, Pierre, weiter, wie hieß er weiter? Pierre Soll und er ist Franzose. Und mehr weiß ich eigentlich im Moment leider gar nicht von ihm. Ich habe hier noch ein Video. Aha, von vor 20 Jahren? Ja, das würde ich Ihnen ganz gern zeigen. Gut, jetzt müssten wir uns da vielleicht mal ein Bild von ziehen oder so. Also wir haben das jetzt können wir jetzt später dann nochmal. Okay, das ist jetzt natürlich jetzt nicht spannend, haben wir schon verstanden. Das ist am Rhein, ja. Alles klar. Aber es geht einfach darum, dass wir uns so toll verstanden haben und ich ihn einfach nochmal sehen möchte. Und herauszufinden, was aus ihm geworden ist, ob er eine Familie hat etc. Okay, wie es ihm geht. Habe ich verstanden. Gut. Alles klar. Ja, ist aus. Oh, ja. Kommt da jemand? Oh! Guten Tag. Schönen Tag. Das ist mein Mann. Star, mein Name. Matthias, das sind Privatdetektive, die ich... Privatdetektive? Ja, hast du das jetzt wirklich gemacht? Diese Scheiße, ich dachte auf dem auf doch, ich hab... Diese Scheiße mit diesem Tag Franzosen, vielleicht du aus unserer Kohle hier kaufen kommst! Kann ich jetzt mal ganz kurz hier mal dazwischen gehen? Gar nichts können Sie, Sie sind hier in meiner Wohnung, Sie können sich verpissen! Stopp, hör mir an! Zu! Jetzt hörst du mir zu! Hör nicht zu! Hörst mir jetzt mal zu! Pass mal auf, mein lieber Fräulein! Ey, jetzt hör mal zu! Niemand redet mit mir so und schon ja nicht mal, ey! Du kannst gehen! Ich kann mit deiner Frau reden! Aber ich lass dich bestimmt nicht in der Art und Weise mit deiner Frau alleine! Hast du mich verstanden? Halt du den Schnauz! Lass mich ruhig! Ich kann auch der Bullen rufen, mein Freund! Hör mal, bitte, es wird jetzt jetzt komm runter! Du weißt doch genau, dass es in unserer Ehe nicht gut geht! Und jetzt beauftragst du hier noch Privatdetektive? Wir haben da groß und kein Geld! Es geht doch hier einfach nur, einen alten Freund wiederzusehen! Jetzt sei doch mal bitte ein bisschen ruhig, das ist peinlich! Dieser blöde Franzose! Kommen Sie jetzt einfach mal runter. Das bringt doch ja nichts. Ich meine, er scheint Sie ja nun wirklich nicht zu wollen. Ich meine, einerseits... Nein, natürlich will ich das nicht. Es ist doch wirklich nur einen alten Freund wiederzusehen. Bitte, jetzt beruhig dich doch mal. Beruhig mich nicht bei dieser Scheiße. Dieser Scheiße, jetzt ziehst du nicht mehr durch. Ich dachte, das Thema ist durch. Also ich denke mal, wir müssen einfach mal wissen. Ich meine, es ist seine Wohnung, trotzdem quatscht niemand in der Welt hier so mit mir. Wisst ihr was? Ruhe, Ruhe. Wenn Sie jetzt, wir müssen ja normalerweise, ist es auch Ihre Wohnung, wenn Ihre Gäste sind, können wir auch bleiben, ansonsten... Nee, Sie bleiben bitte. Okay. Dann müssen Sie jetzt hier eine Entscheidung treffen. Wollen Sie dabei sein oder wollen Sie gehen? Was? Ihr könnt mich am Arsch lecken, macht doch was ihr wollt! Ich hab mir ihr aber... Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich alle mal! Ja, ich hab mir aber das Laschen abgewöhnt. Schönen Dank für die Einladung, ja? Es tut mir jetzt wirklich leid. Also, okay, aber wissen Sie was? Mir passt das natürlich auch nicht. Vor allen Dingen, wie ihr hier redet, vor meiner Vermittlung mit mir und auch mit Ihnen, aber...
Ganz ehrlich, ich kann ihn auch verstehen. Also ich finde die ganze aufregende Moment von meinem Mann absolut nicht berechtigt und ich denke, er regt sich ja total unnütz drüber auf. Es ist ja einfach nur eine alte Freundschaft, die ich wieder aufleben lassen möchte und er soll sich da mal nicht so anstellen. Also ich werde das durchziehen und Ende. Also der Mann, der Ehemann unserer Auftraggeberin war ziemlich aggressiv, der ist super ausgeflippt, hat rumgeschrien. Also ehrlich gesagt können wir das aber auch verstehen. Also wenn man seine alte Jugendliebe sucht, also wenn man, was will man damit erreichen? Also klar ist man eifersüchtig. Wir sind einfach ehrlich gesagt zwiegespalten im Moment. Ja, und genau dieser Zwiespalt ist es nämlich auch, der mich da ein bisschen auffühlt, weil ich meine, Auftrag ist eine Geschichte, aber ich möchte nicht hinterher aufwachen weil, und merken, ich bin benutzt worden, denn ich möchte Familien zusammenführen und helfen und nicht auseinanderbringen. Und das ist so eine Nummer, wo ich echt im Moment zu katern habe, egal wie der Quatsch dann war. Taschen. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Denn Sachen mit Ihrer Frau ist ja eigentlich jetzt erledigt. Eigentlich schon. Ich möchte mich hier erstmal für den Auftritt von mir entschuldigen. Weil ich denke einfach mal, das ist Herr Brock, schiefgelaufen. Ihnen sind die Pferde durchgegangen. Sie können mir glauben, meine Mitarbeiter werden es bestätigen. Das passiert mir regelmäßig. Wir sind Männer, wir haben Emotionen. Passiert. Schwamm drüber. Ganz egal. Kein Problem. Ja. Ist das der Grund, dass Sie herkommen? Nein. Es geht um Folgendes. Ich möchte Sie jetzt bitten, mir auch zu helfen. Oh, was haben Sie dafür Freunde? Was können wir tun? Es geht darum, dass also meine Frau sich aufstylt. Sie macht sich fertig, sie macht sich schick. Für mich macht sie das seit Ewigkeiten nicht mehr. Wir haben uns kennengelernt, da hat sie es noch gemacht. Okay. Aber das ist Blödsinn, was sie mir da erzählt. Sie wird das für eine Freundin machen. Das und wann hat sie gesagt, sie möchte sich jetzt mit der Freundin treffen? Genau. Oder? Und das ist nicht wahr. Und wann? Das ist wollen Sie sich treffen? Heute Abend. Aha, okay. Und ich möchte Sie bitten, dem Ganzen auf der Spur zu gehen. Genau, was da los ist. Ja, ich befinde mich in der Situation natürlich total im Zwiespalt. Ich meine, erst war die Frau, jetzt ist es der Mann. Ja, aber ich fühle mich auch vor allen Dingen ein bisschen für verantwortlich, weil ich habe der Frau geholfen, eine alte Liebe wiederzufinden. Ich weiß nicht, ob der jetzt dahinter steckt. Ja? Oder ob die sich wirklich mit einer Freundin trifft, weiß ich nicht. Aber gut fühle ich mich bei der Nummer nicht. Die Rechnung von der Frau ist raus, sie ist bezahlt. Damit ist die Nummer für mich abgeschlossen. Der Mann kommt drin, braucht meine Hilfe, ich helfe ihm. Aber eins, ich halte mich jetzt da raus, weil ich habe der Frau was gesagt. Ich finde scheiße, was sie da macht. Sie scheint sich nicht an normale Regeln zu halten. Erst Feierabend machen und dann neu wegstecken. Wenn sie wirklich dahinter steckt und das tut, was sie da tut, dann soll sie auch die Konsequenzen tragen. Wer nicht hört, der muss führen. Passen Sie auf, meine Firma wird es bearbeiten. Ja. Aber ich halte mich jetzt da raus, weil sonst gehen mit mir die Pferde durch. Denn ich habe ihr auch was gesagt. Ihr beide, das ist euer Fall. Damit haben sie viele Leute, ja, die wissen, was zu tun. Super. Die werden das sofort übernehmen. Ihr kennt euch am besten heute Abend an ihre Frau ran und dann machen wir das. Ja, also der Auftrag hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Das heißt, wir wissen, was eigentlich vorangegangen ist. Das ist ein bisschen kurios gewesen. Ja, jetzt hat Carsten uns auf diesen Fall angesetzt und wir werden natürlich jetzt die Frau observieren. Ne? Ja, selbstverständlich. Ich meine, sowas hatten wir jetzt echt noch nicht, dass das jetzt so eine Art Doppelauftrag wird. Ich kann den Mann verstehen, deswegen setzen wir uns auch ran. Carsten meint auch, wir sind dafür gut, dann machen wir das. Mal sehen, was sich dabei ergibt. Oder wie heißt das? Tipseln, tibbeln. Sie ist total aufgeregt, ja. Pierre! Oh Gott, wie überschwänglich. Oh, das kann man erzählen. So das ganze Restaurant. Was meinst du, was der Mann sagt, wenn der das mitkriegt? Der dreht durch, oder? Also ich würde durchdrehen. Ist ein bisschen drüber von ihrer Seite aus. Sie ist total überschwänglich. Er ist noch ein bisschen distanziert, lässt sich aber so jetzt mittlerweile drauf ein. Und dann haben sie auch noch getanzt. Also der Nico und ich, wir mussten es schon so ein bisschen zusammenreißen. Es war schon ein bisschen peinlich. Wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht. Und deshalb bleiben wir jetzt erstmal dran. Hast du was gehört? Hast du was gehört? Hä? Ja. Du was gehört hast? Wir müssen jetzt dranbleiben. Die wollen irgendwie auf dem Absacker irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen einfach dranbleiben. Ist jetzt so. Komm. Ich hatte einen Brief raus, oder? Hast was war das? Ja, habe ich dabei. War das ein Brief? Ich hab. Brief hat sie aufgemacht, hat irgendwas vorgelesen. Ja, irgendwie. An irgendwas geschnüffelt. Ja.
beiseite, Mensch. Ist doch gut, da fallen wir gar nicht auf. Wo fahren die denn darauf? Guck mal. Ja, ins Hotel, Nico. Das ist ja eindeutig. Hier, pass aber mal acht, wenn wir da jetzt da reinfahren, dass die aber uns wenn nicht sehen. Aber wir jetzt dran vorbeifahren, nimmst du ein bisschen die Kamera runter. Das sieht ein bisschen seltsam aus und wir haben ein ganzes Team hier durch die Gegend. Ja, jetzt geht's los. Ich guck auch zur Seite. Nee, du schaust bitte geradeaus. Siehst du sie noch? Ja, die ist jetzt auch wieder ausgestiegen. So, geh mal ein bisschen vor. So, jetzt laufen sie Richtung Hotel. So, bleib stehen, so sehen wir sie richtig gut. Aha. Wenn die jetzt echt da reingehen, Hand in Hand. Ja, was soll dann das ruf ich echt den Auftraggeber an, weißt du? Und du, weißt du, was du machst? Du gehst mal rein und checkst mal aus, ob du irgendwo erkennst oder mitkriegst, wo die rein sind. Du kommst dann wieder zurück, okay? Ja. So, die sind jetzt echt dran. Alles klar. So, bis gleich. Gucken wir den mal. Brock? Hallo, Herr Brock, Fuchs hier. Hallo. Wir haben Ihre Frau und den Pierre hier bis zum Hotel am Weiher verfolgt. Also, wir stehen jetzt. Bis wo sind die beiden? Die sind jetzt hier im in. Herr Brock, ja, die sind jetzt hier ins Hotel rein. Herr Brock, hören Sie mal hin. Die sind jetzt hier ins Hotel reingegangen. Sie können jetzt zu uns kommen, wenn Sie Zeit haben. Wir warten hier vor dem Hotel auf Sie. In welchem Hotel sind die beiden? Im Hotel am Weiher. Ja. Komm. Warten Sie da auf mich. Ich bin wir warten hier. Bei euch. Okay, bis gleich. Tschüss. Mhm. Was hat er? Hat er Zeit? Kann er herkommen? Ja, der ist in spätestens 5 Minuten da. Okay, pass auf. Zimmer 13 ist das. Kommt Rezeption sein. Ich habe einfach gesagt, das sind Verwandte von mir und die sind schon vorgegangen. Ja. Es hört sich nicht so an, als wenn die da oben irgendwie gerade Backgammon spielen oder so. Also es ist schon ein bisschen hart. Ich bin gespannt, wie wir denen das jetzt erklären wollen. Ja, haben wir einen Schlüssel fürs Zimmer nebenan? Das kriegen wir hin. Ja? Ja, ist ja kein Thema. Also, mit Geld kriegst du da alles hin. Der kommt jetzt hier vorbei. Ne, wir kommt warten er? Jetzt hier einfach. Ja, wir warten, bis er kommt. Und dann, ja. Ja, pass auf, dann bleib du hier. Ich mach das Zimmer 12 klar, damit uns das keiner wegschnappt. Hm? Ja, dann haben wir schon mal einen Anlaufpunkt. Ne? Sehr schön. Und beruhige ihn ein bisschen, ne? Weil ihm das so erzählen wird heftig. Ja, Nico, das ist einfach gesagt. Ne? Ja, also unser Auftraggeber war jetzt ein bisschen aufgebracht, ist aber auch ganz selbstverständlich. Er hat jetzt erfahren, dass seine Frau mit einem anderen Mann hier ins Hotel verschwunden ist. Er macht sich so seine eigenen Gedanken darüber. Wir müssen ihn natürlich informieren. Er kommt jetzt hier auch her und ja, wir werden dann damit konfrontieren. Was auf uns zukommt, wissen wir natürlich nicht. Also Herr Brock, Ihre Frau und der Pierre, die sind genau da drüben. Ja, jetzt bleiben Sie hier, alles gut. Wir machen jetzt einen Plan. Folgendes. Ja. Wir warten jetzt erstmal ab, was hier los ist. Es kann sein, dass Sie sich irgendwie Auto austauschen. Keine Ahnung. Ich habe dieselbe Befürchtung wie Sie, aber wir müssen uns trotzdem klar werden, ob das wirklich alles safe ist, was da drüben läuft. Kommen Sie jetzt erstmal mit, deswegen habe ich das Nachbarzimmer genommen. Vielleicht hören Sie da was. Ich höre. Sind Sie hier drin? Ja. Ja, augenscheinlich. Herr Brock, wollen Sie da jetzt durch? Jetzt doch. Das ist meine Frau. Herr Brock, das können Sie. Anita! Geh wieder her, geh wieder her. Anita, komm raus da! Du kommst da raus! Jetzt seid damit aus! Was ist das für ein Scheiß? Das können Sie nicht so bringen! Nico, halt den Kopf! Hör damit auf! Herr Brock, komm! Komm, geh da raus! Gut, ja. Ihr sollt da raus! Lass meine Frau in Ruhe! Nico, sind die noch drin? Ja. Gehen Sie da! Kommt ihr da! Herr Brock, wenn Sie sich nicht zusammenreißen, dann können das wir auch nicht. Ich mach dich alle! Nur weil ich da rauskomme! Machen Sie bitte die Tür auf, sonst rennt er hier gleich durch die Tür! Ich reiß das Scheiß nicht mehr raus! Mach das! Der kann nicht aufmachen, ne? Das ist ja ganz klar. Ja, soll er mich hier durchs Fenster durchsteigen, oder? Guck dir den mal an. Machen Sie bitte mal die Tür auf. Oder wollen Sie, dass der Kerl hier durchgreift? Mach die scheiß Tür auf! Mach die scheiß Tür auf! So, und. Nico, durch die Außenruhe. Mach die Tür auf! Hey. Du hältst eine Scheiße! Was macht ihr hier? Sag mal, was ihr hier beide gemacht habt! Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig jetzt hier. Hallo, hallo. Hey, wer ist? Bitte. Wer ist das? Jetzt beruhig dich. Du weißt doch, ich liebe Pierre. Du liebst Pierre? Bitte. Hast du gerade gesagt, du liebst Pierre? Hallo. Von Liebe war der Pierre! Von Liebe haben wir zwei nie geredet. Das war ausgemacht. Du bist mein Traum, du bist meine große Liebe. Ich wollte mein restliches Leben. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Das kann. Bleiben Sie mal hier. Doch nicht wahr sein. Da haben wir einmal ein Problem. Und du lass die gleich einen anderen an. Das ist 22 Jahre her. Du blöde Kuh. Und du Arschloch. Herr Brock, ja. Sie rauskommen!
Na, so wird das nicht. Ziehen Sie sich bitte an. Ja, bitte gehen Sie. Verpiss dich! Ja! Mann! Herr Brock, das verbiete ich mir jetzt hier, ja? Ziehen Sie sich was an. Ich kann Sie nachvollziehen. Ich kann das echt nachvollziehen, aber das ist hier ein bisschen... 22 Jahre schmeißt du weg? Für sowas? Bitte, bitte, Matthias, bitte. Ziehen Sie sich an, Frau Brock. Es war ein Fehler, bitte. Da war auch ein Riesenfehler. Ein Riesenfehler war es. Ja, echt, bitte. Bitte, was soll ich denn doch tun? Ich dachte, du kannst gar nichts mehr tun! Gar nichts kannst du mehr tun! Bitte! Für uns beide ist hier Feierabend! Nein, bitte! Du kannst nicht mal! Sie können das nicht mehr sehen, wenn Sie das wollen. Ich kann Sie nachvollziehen, dass Sie jetzt nichts mehr sehen wollen. Kommen Sie! Bitte. Ich fühle mich jetzt ganz besonders gut. Mir geht es einfach ganz, ganz elend, weil ich Pierre geliebt habe und mit Pierre ein Leben beginnen wollte, ein neues Leben beginnen wollte. Und das ist am Ende. Und Matthias, der will sich scheiden lassen von mir. Ich brauche doch meinen Mann. Das geht doch gar nicht. Ich bin einfach fertig. Ich möchte es jetzt beenden, bitte. Ja?